Und die bezaubernde Bella wird uns jetzt noch ein paar Messerchen zeigen. Also das ist die Marke Durand. Und ja, die haben wir dieses Jahr neu. Sehr schön. Interessant, frische Farben für französische Messer. Schönes Pfeilwerk an den Rückenfedern. Damast hält momentan überall Einzug, das haben wir schon gemerkt. Fast jede Marke hat inzwischen schön was mit Damast am Start. Wunderschön. Hier die Klassiker von Perceval. Dass es eben da auch geeignet ist dafür. Ja, schottisches Design. Made in Frankreich ist Perceval, gell? Vom Logo her. Gell? Ja, genau. Ist bestimmt Wüstereisenholz, oder? Ja. Damast. Was für eine schöne Klinge. Ja. Ja, damit haben die Schotten dann die Probleme gelöst, ne? Schottische Probleme. Schottische Probleme. Ja. Oh, für Perceval ungewöhnlich großes Messer hier, die, ne? Mhm. Ja, wir haben schon einige Jagdmesser auch, bloß sind wir in Deutschland in dieser Sparte nicht zu stark vertreten. Vielleicht kann man das auch mal ändern. Aber was jagt man mit dem Dinosaurier? Das ist ein, der nennt sich bei uns Dolch. Ja. Wow. Und hier natürlich Klassiker, L03. Genau. In immer neuen Variationen. Da haben wir jetzt spezielle Griffmaterialien, hier Jade zum Beispiel. Carbon, das ist Vertoreza, das ist ein Edelstein, der in den auf Korsika gibt. Brutal. Naja, Damast ist brutal im Kommen. Also du siehst kaum einen Stand, wo nicht was mit Damast gemacht wird, ne, inzwischen. Ja, Saladini hat jetzt zum ersten Mal auch für zwei Messer eine Damastklinge. Und was für ein schönes Muster. Das ist Horn, oder, bei dem? So, genau. Das Horn, ja. Und das ist ein Messer, das Griffmaterial ist Titan und mit Horneinlage. Wow. Und Damastklinge. Ja, der Zigarrenkutter, der ist schön. Ja. Das ist so eine kleine, feine Auswahl, was wir von Saladini dabei haben. Und dann hier ein bisschen Show, so vielleicht das teuerste Messer hier auf der Messe. Die Teile, die schon geschmolzen sind und einige Teile, die noch nicht geschmolzen sind. Also so hat man mir das erklärt. Wow. Das Meteoriten-Griffmaterial. Ja. Ja, das ist jetzt kein EDC-Preis für geschwind zum Mitnehmen heute, ne? Aber geil. Und hier haben wir einen anderen Meteoriten. Seichen nennt sich der und da liegen wir jetzt preislich ungefähr knapp unter 5.000 Euro. Das sind halt Messer für die absoluten Sammler, ne? Ja. Sammler oder Anleger? Ich erkläre mir das immer so, dass es gibt da so viele Leute, die auch im Luxusuhrenbereich sich was gönnen, was in der Preislage ist. Philipp Patek. Genau. Und Einfamilienhäuser dafür. Deswegen glaube ich auch, also wir verkaufen auch tatsächlich die ganz teuren Messer. Es ist nicht nur Show, es ist tatsächlich auch so, dass sie verkauft werden. Ja, der schöne Schottendolch. Wüsteneisenholz. Schöne Damastklinge. Großes Jagdmesser. Jade, Griff am L08. Hier auch. Poliertes Horn. Damast bei Saladini, Titangriff mit Polierton. Wunderschön. Das ist wahrscheinlich das teuerste Messer der Messe. Perceval Prestige-Linie. Absolute Hammer. Ja, am Stand von Brandners Homestyle.